machen. Ja. Aber wir müssen später sprechen, weil ich muss das Kind wieder nur später. Ja, alles klar. Gut, danke, ciao. Ah, hi Chris, servus. Hey, wie geht's dir? Hast du kurz Zeit? Eigentlich nicht, ich bin auf dem Weg zur Sprint-Review von Release 5, aber vielleicht kannst du mich begleiten. Cool, Release 5, das ist ein gutes Stichwort. Kannst du uns was verraten? Was kommt auf uns zu? Was eine heute? Ganze Menge. Wir haben uns natürlich mit dem Thema Applikationserstellung beschäftigt. Neuer Application-Editor mit What You See Is What You Get Designer. Ja. Von daher eigentlich genau das, was man braucht, um Apps zu erstellen. Okay, What You See Is What You Get. Für mich als Nicht-Entwickler, wie einfach wird's denn? Extrem einfach, also du kannst genau das sehen, was du halt erstellst, so viel schneller und visuelle Apps bauen. Von daher, das wird eine Riesensache und deswegen, das gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. Sehr cool. Hast du noch irgendwas, irgendein Highlight, irgendein Feature, was du uns noch verraten willst? Klar, es gibt einen neuen DB-Designer und Realtime-Preview auf mobilen Geräten, aber mehr will ich nicht verraten, okay. Dann zur gegebenen Zeit. Ja gut, dann spring rein. Viel Spaß. Alles danke. Klar, danke. Danke. Ciao. Ciao. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Release 5.0, Ende Januar, nicht mal mehr zwei Monate, kommt's raus. Das ist echt eine coole Sache, wird ein Meilenstein bei uns in der Entwicklung von Simplifier. Und wer nicht drauf warten kann, die neuen Features kennenzulernen, mit Freemium geben wir den Usern die Möglichkeit, auch schon vorher die neuen Features zu testen. Kann noch nicht ganz genau sagen, wann das rauskommt. Es wird auf jeden Fall im Vorfeld sein. Wir geben euch Bescheid, halten euch auf dem Laufenden. Insofern, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.